Wir befinden uns hier in Ketzenbach bei einem Asylheim und hier wurde die Vergewaltigung alarmiert zu einem Koffer, der mit einem unbestimmten Inhalt. Der Koffer hat wohl vibriert und dadurch lief die ganze Maschinerie an mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und so weiter. Die Feuerwehr Waiblinge war mit ca. 50 Mann im Einsatz, der Rettungsdienst mit ca. 30 und die Polizei hat mit ihren Kräften. Das LKA hat den Koffer dann durchleuchtet und dann wurde festgestellt, dass nichts Gefährliches im Koffer ist und somit ist Einsatzende. Nicht ganz so einfach, weil man sowas ja nicht alltäglich hat und dann viele Menschen sind betroffen in dem Fall. Da wird es dann ein bisschen schwierig, das ganze Ding abzuhandeln. Ja. Aber es ist glücklich ausgegangen, es ist nichts im Koffer gewesen. Alles gut, wir gehen wieder nach Hause und genießen den Feierabend.